Bison hat sich in den vergangenen Jahren ausschließlich auf einige wenige Kryptowährungen fokussiert und diente als einfacher Einstieg in die Kryptowelt. Der Made in Germany Crypto Broker hat bislang viele Anleger überzeugt, so auch mich. In all den Jahren hatte ich persönlich noch nie etwas zu beklagen. Nun wagt Bison einen großen Schritt und bietet neben den Kryptowerten auch Aktien und ETFs an. Wie das Angebot aussieht, welche Kosten auf Anleger zukommen und ob Bison mit Konkurrenten wie Trade Republic mithalten kann, das klären wir jetzt. Mitte Mai hat Bison angekündigt, dass man bald mehr als 2500 Aktien und ETFs aus den führenden globalen Märkten in der App handeln kann. Nun, knapp einen Monat später, hat Bison sein Versprechen eingehalten, die Geschäftsbedingungen aktualisiert und die App geupdatet. Jetzt kann man über Bison Aktien und ETFs kaufen. Partner dafür ist die Sutor Bank, eine deutsche Privatbank aus Hamburg. Ist man bereits bei Bison angemeldet, muss man die Wertpapierfunktion erst freischalten. Beim Einloggen in die App taucht ein Pop-up auf und anschließend muss man diverse Angaben bestätigen oder neue Daten übermitteln. Wie zum Beispiel die Steuer-ID, die Adresse, das Geburtsland, den Familienstand und auch Informationen zur beruflichen Situation. Abschließend dauert es rund 15 Minuten, bis man endgültig freigeschaltet ist. Bei mir hat das jedoch rund 3 Stunden gedauert, ist aber auch nicht weiter schlimm. Alle Neukunden schalten die Funktion übrigens direkt bei der Verifizierung frei. Falls du dir einen Account erstellen möchtest, bekommst du mit meinem Code in der Beschreibung 15 Euro in Bitcoin geschenkt, nachdem du das erste Mal gehandelt hast. Ob sich dieser Bonus auch auf Aktien bezieht oder ob er sich in Zukunft ändert, kann ich aktuell noch nicht sagen. Sobald ich mehr weiß, steht die aktuelle Prämie in der Beschreibung. Kommen wir zu einer der spannendsten Fragen. Wie hoch sind denn die Ordergebühren? Wir erinnern uns, der Kryptohandel bei Bison ist kostenlos. Es gibt lediglich einen Spread von 0,75%. Bei Aktien und ETFs sieht das allerdings anders aus. Gut ist, dass die Konto- und Depotführung kostenlos ist. Auch bei der Ausschüttung von Dividenden oder Splits gibt es keine versteckten Kosten. Jeder Trade ohne Mindestordergröße kostet allerdings insgesamt 1,99. Auch bei größeren Volumina gibt es keinen Rabatt. Dazu kommt der marktübliche Spread, den wir auch bei allen anderen Brokern finden. Damit ist Bison zwar günstig im Vergleich zu den klassischen Direktbankbrokern, aber fast doppelt so teuer wie Trade Republic. Bezogen auf ETF-Sparpläne und auch Aktiensparpläne sieht es dann nochmal deutlich schlechter aus. Aktuell bietet Bison nämlich keine Sparplanfunktion für Aktien oder ETFs an, lediglich für Kryptowährungen. Dazu kommt, dass alle Trades als Marktorder ausgeführt werden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass weitere Ordertypen und auch die Sparplanfunktion kommen werden. Bei Kryptos wird beides, wie wir hier sehen, schon verwendet oder ist schon in der App drin. Um mit Trade Republic jedoch mithalten zu können, müssten die Sparpläne dann jedoch kostenfrei angeboten werden. Ob das so umgesetzt wird, steht in den Sternen. Schauen wir uns die Benutzeroberfläche an. Bison war früher ziemlich hässlich, sorry, wenn ich das so direkt sage. Mittlerweile mag ich den neuen Look. Schauen wir uns allerdings die Aktien und vor allem die ETF-Suche an. Diese finden wir unter Markt und dann hier oben unter Aktien oder ETFs. Muss ich sagen, dass es noch deutlich besser gehen kann. Im Vergleich zu Trade Republic wirkt die Suche sehr schwach. Klar, die Funktion ist neu, deswegen hoffe ich hier in Zukunft auf Besserung. Gut finde ich, dass wenn man auf Aktien klickt und uns hier beispielsweise mal Allianz anschauen, dass unter den Aktien bereits einige Zahlen und Daten sowie eine kleine Beschreibung zu finden sind. Problematisch ist allerdings, dass die Dividendenrendite falsch angezeigt wird. Wenn ich jetzt eine Allianz mit 0,06% Dividendenrendite sehe, muss irgendwas schiefgelaufen sein. Bei solchen Fehlern frage ich mich, ob die anderen Zahlen, also der Umsatz, das EBIT oder EBITDA, wenn es denn angezeigt wird oder lädt, hier wird es wahrscheinlich gar nicht angezeigt, ob diese Zahlen überhaupt richtig sind. Das sollte vermieden werden bzw. schnellstmöglich korrigiert werden. Eine Allianz mit 0,06% Dividendenrendite, ja, das wäre schon sehr traurig. Das ist auch leider kein Einzelfall. Hier bei BASF sehen wir, dass die Dividendenrendite bei 0,07% laut der App liegt. Hier wird zumindest der Umsatz, das EBIT und auch das EBITDA angezeigt. Wie gesagt, ob die Daten korrekt sind, weiß ich nicht.
Handelbar sind, wie anfangs erwähnt, mehr als 2500 Aktien und ETFs, eben die bekanntesten. Spezielle Themen-ETFs, wie beispielsweise die von Rice, findet man hier in der Suche nicht. Es werden zwar ETFs angezeigt, aber nicht der ETF, nach dem man gesucht hat. Auch Aktien, die an deutschen Börsen nicht handelbar sind, werden hier natürlich nicht angezeigt. Wenn wir jetzt beispielsweise nach Linde suchen würden, würden wir zwei Aktien finden, aber eben nicht Linde. Und auch eine Aktie wie Duolingo, die nur an der Nasdaq handelbar ist, wird hier nicht angezeigt. Bevor man handeln darf, muss man 9 Fragen beantworten. Unter anderem werden auch Hebelprodukte thematisiert. Prinzipiell finde ich sowas gut, auch wenn die Fragen wirklich sehr, sehr, sehr eindeutig gestellt waren. Ich würde unterstellen, dass auch Leute, die sich noch nie mit Finanzprodukten auseinandergesetzt haben, relativ eindeutig erkennen, welche Antwort die gewünschte Antwort ist. Abgesehen davon habe ich ein bisschen Angst, dass Bison in Zukunft auch Derivate aufnimmt, was ich jetzt nicht so gut für diese App finden würde. Kommen wir damit auch direkt zum Fazit. Aktuell muss ich leider zugeben, dass mich das Aktien- und ETF-Angebot von Bison noch nicht überzeugt. Es fehlen einfach noch zu viele Funktionen und im Vergleich zu anderen Neo-Brokern gibt es momentan kein Feature, das Bison einzigartig macht. Klar, für die Kryptowelt schon, aber jetzt nicht bezogen auf ETFs und Aktien. Für mich wirkt Bison wie ein Kryptobroker mit dem Add-on Wertpapierhandel. Und noch nicht wie ein hochwertiger Anbieter, bei dem man regelmäßig Aktien und ETFs kaufen möchte. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Bison das Angebot in Zukunft verbessern wird. Aktuell habe ich jedoch die Sorge, dass sich der Anbieter etwas übernimmt und den Fokus verliert. Ich mag Bison als Krypto-App und würde es extrem schade finden, wenn das Geschäft irgendwann eingestellt werden muss. Lass mich wissen, was du von dem Aktien- und ETF-Angebot bei Bison hältst und welchen Broker du aktuell nutzt. Ich hoffe, dir geht's gut und wir sehen uns in einem zukünftigen Video wieder. Bis zum nächsten Mal.